Hallo und herzlich willkommen zu meiner kleinen Videoreihe zum Thema Felder in C. Wir hatten mit diesem Beispiel aufgehört. Wir erzeugen ein Feld mit 5 Werten und schreiben in jedes Element einen Wert und geben dann jedes Element auf dem Bildschirm aus. Das ist schön, aber Mist. Viel zu aufwendig. Und jetzt möchte ich dir gerne zeigen, dass Schleifen, vor allen Dingen die Vorschleife, perfekt ist, um mit Arrays zu arbeiten. Ich möchte diese Ausgabe nicht 5-mal dahin schreiben, sondern einmal. Und deswegen mache ich die Ausgabe in einer Schleife. So, die Schleife ist noch nicht fertig. Fangen wir mal mit der printf-Anweisung an. Die kann ich so jetzt natürlich nicht stehen lassen, ganz klar. Das hier soll sich in jedem Schleifendurchlauf ändern und natürlich das hier auch. Ich brauche also irgendjemanden, der die Indizes zählt. Ich nenne das mal i. Also ich behaupte, ich habe eine Variable i und diese Variable i ist mein Index. Diese Variable i muss natürlich in jedem Durchlauf der Schleife um 1 erhöht werden. Ich brauche also eine Schleife, die beim ersten Element anfängt, beim letzten Element aufhört und bei jedem Schleifendurchlauf eine Variable um 1 erhöht. Und genau das macht die Vorschleife. Wir haben also eine ganz natürliche Beziehung zwischen Feldern und Vorschleifen. Ich starte beim Index 0, ich laufe bis 5 und ich erhöhe den Index in jedem Schleifendurchlauf um 1. Probieren wir es mal aus. Geht. Index ist hochgezählt und ich erhalte immer den Wert, der an dieser Stelle im Feld gespeichert ist. Wunderschön, oder? So, man hätte das hier auch kleiner gleich schreiben können. Dann muss man natürlich beachten, dass ich dann nicht mehr 5 hier hinschreiben darf, sondern bei kleiner gleich muss ich 4 hier hinschreiben. Weil bei einem Feld mit 5 Elementen ist mein letzter Index 4. Das habe ich ja in den letzten beiden Videos erklärt. Ich empfehle ganz, ganz dringend, weil das hier eine sehr fehleranfällige Sache ist. Gerade diese Stelle. Da hat man schnell mal einen Strüttelfehler gemacht. Und das ist halt, wie ich gezeigt habe, in C eine dumme Sache, weil der Compiler das nicht merkt. Der macht dann einfach etwas, und zwar das Falsche. Und um das zu vermeiden, gebe ich dir jetzt einen Tipp. Gewöhn dir eine Schreibweise an und bleib immer bei dieser Schreibweise. Ich habe mir angewöhnt, ich schreibe immer das kleine Zeichen und laufe dann bis zur maximalen Größe des Feldes. Diese Schreibweise, ich schreibe es mal so hin, benutze ich persönlich nie. Ich arbeite immer mit dem Kleiner. Man kann auch mit dem Kleiner gleich arbeiten, gar kein Thema. Dann muss man halt daran denken, dass man die Feldgröße minus 1 nimmt. Wie du es schreibst, ist deine Sache, nur bitte gewöhn dir etwas an, was du bei jeder Vorschleife, die durch ein Array läuft, immer so schreibst. Immer und immer und immer und dabei konsistent bleiben. Also nicht mal so, mal mit kleiner gleich. Dann passieren die Fehler. Wenn das hier ein Automatismus geworden ist, dann passieren keine Fehler mehr. Und genau das ist das Wichtige beim Programmieren, sich Automatismen angewöhnen, dass man bestimmte Dinge einfach automatisch tut. Das klingt langweilig, aber glaub mir, die Suche nach vermeidbaren Fehlern macht noch viel weniger Spaß. Also gewöhn dir das an, entweder mit dem Kleiner gleich oder mit dem Kleiner. Ich empfehle das Kleiner, aber es gibt auch Programmierer, die das Kleiner gleich gerne verwenden. Hauptsache, man bleibt konsistent, gewöhnt sich eine Schreibweise an und hat nicht irgendein Wirrwarr aus verschiedenen Schreibweisen. Das hilft niemandem. So, widmen wir uns mal noch der Eingabe. Ich möchte gerne, dass der Benutzer die Werte eingibt. Das hier will ich also nicht mehr. Also ich sage dem Benutzer, was er machen soll. Und dann kann ich hier auch eine Vorschleife verwenden. Ich will ja genau das Gleiche. Ich möchte ja durch das Feld laufen und in jedes Element etwas reinschreiben. Also ich sage dem Benutzer, er soll bitte einen Wert eingeben und lese dann mit scanf Integer ein und trage diesen an die Stelle i meines Feldes ein. Also ich mache eine Ausgabe, das kennt man ja, und hiermit lese ich einen Wert von der Tastatur ein und trage diesen Wert
in die Stelle i des Feldes ein. Gucken wir es uns mal an. Wert an Stelle 0 eingeben, 4. An Stelle 1, 7. An Stelle 2, minus 6. An Stelle 3, 100. Und an Stelle 4, minus 55. Und hier kommt meine Ausgabe. Hat also funktioniert. Also so arbeitet man meistens mit Feldern, indem man eine Vorschleife verwendet und dann einmal durch das komplette Feld durchläuft. Daran denken, dass man nicht die Feldgrenze überschreitet. Da empfehle ich, gewöhnt ihr wirklich eine Schreibweise an und haltet die immer durch. Also diese Vorschleife, die kommt bei mir automatisch. Ich verwende immer i und ich laufe immer bis kleiner Feldgröße. So, jetzt ist hier bei meinem Code eine Sache noch extrem hässlich. Ich habe hier die 5 mehrmals stehen. Wenn ich jetzt auf die Idee komme, ich möchte aber 10 Elemente, dann mache ich das an dieser Stelle, ändere es hier und hier vergesse ich es. Und schon habe ich ein fehlerhaftes Programm. Das ist viel Arbeit und Mist. Deswegen empfehle ich bei Arrays immer mit Konstanten arbeiten. Ich definiere mir eine Konstante Size mit dem Wert 5 und trage hier dann überall diese Konstante ein. Und wenn ich jetzt nur 3 Elemente haben möchte, ändere ich das nur noch hier oben an dieser einen Stelle. Ich zeige es mal. Und tatsächlich, ich habe jetzt nur ein Feld mit 3 Elementen. Wenn ich 30 haben möchte, ändere ich hier oben einmal den Wert und so weiter. Also ich empfehle, immer eine Konstante für diese Feldgröße definieren. Das erhöht die Lesbarkeit, das erhöht die Änderbarkeit und es ist schlicht und einfach keine Arbeit. Aber von dieser wenigen Arbeit hat man wirklich viel. Jetzt haben wir das Wichtigste über Arrays besprochen. In den nächsten Filmen möchte ich jetzt gerne mal einige Beispiele programmieren, die ein wenig sinnvoller sind als das hier. Vielleicht noch eine Antwort auf die Frage, wo verwende ich Arrays? Naja, ich denke, man kann es sehen, überall, wo ich viele gleichartige Werte habe, die ich gerne relativ einfach gemeinsam verarbeiten möchte. Also das klassische Beispiel sind die Messwerte, die ich im letzten Video erwähnt habe. Ich möchte gern jeden Tag die Durchschnittstemperatur speichern und dann am Ende des Jahres die Durchschnittstemperatur dieses Jahres berechnen. Das ist prädestiniert für ein Feld. Bei C müssen wir, wenn wir mit Strings arbeiten möchten, also Zeichenketten, auf jeden Fall Felder benutzen. Aber dazu später, das erkläre ich in einem anderen Video. Gut, und dann möchte ich gerne in den nächsten Videos einfach ein bisschen mit Feldern programmieren. Da empfehle ich dann, es auch mal nachzuprogrammieren, um einfach mal ein Gespür für die Thematik zu kriegen. Gut, wenn dir die Videos gefallen, dann klick doch auf die Abonnieren-Schaltfläche. Du wirst dann auch über Filme zu vielen weiteren informatikbezogenen Themen informiert, aber auch über Themen, die aus anderen wissenschaftlichen Bereichen kommen. Hier kann also in den nächsten Monaten eine bunte Sammlung an naturwissenschaftlichen Themen draus werden. Aber natürlich wird der Kanal hauptsächlich in der Informatik und Softwareentwicklung angesiedelt sein. Aber nicht nur, andere Sachen machen auch Spaß.